In unserer heutigen Folge wollen wir mal nichts bauen, sondern einfach mal gucken, wie die Leute, sag ich mal, sich unterhalten im Chat, wenn sie glauben, sie werden nicht aufgenommen. Ich spiele ja gerne, sag ich mal, nicht nur Minecraft, sondern auch Fortnite. Und in Fortnite bin ich oft alleine unterwegs, weil die meisten haben aufgehört, das Spiel zu spielen. Komischerweise, ich finde es immer noch cool. Und ich spiele gerne immer Team. Und ich bin gerne im Chat, habe aber nie mein Headset angeschlossen. Trotzdem höre ich ja die anderen Leute. Und die, sag ich mal, benehmen sich immer sehr verwirrend. Was meine ich damit? Naja, komm, wir spielen gleich mal Fortnite und dann seht ihr es selber. Ja, Hotchop, Digga, kannst du Deutsch? Die alle echte Hotchop. Corona. Corona. Corona, Corona. We descend with the bad floor. Albana. Ja. Wie heißt du eigentlich? Kein Bock, dich Albana zu nennen. Sag du zuerst und dann ich. Nee, du als erstes. Ich heiße Illyrian. Illyrian? Illyrian. Illyrian? Illyrian. 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 Nenn dich Elias, okay? Illyrian! Illyrian! Nein, Bruder, sag du sogar falsch. Also. Albana, ich nenn dich einfach Elias. Das ist einfach. Ich bin auch aber ich heiße nicht so. Ist egal. W D E F G G T R E. Was los? Als ob du. Ey, du kannst Deutsch sprechen, oder? Ja, kannst du. Nein, ich nix Deutsch. Ja, du nix Deutsch. Und auf einmal kommt der Renegade Raider. Nein, Spaß. Wie alt bist du? Was? Wie alt bist du eigentlich? Du hörst dich so alt an. Ich bin auch zu alt, mein Freund. Lass mich raten, du bist 22. Nein. Okay, du hörst dich ungefähr so wie 22 an, aber... Hm? 34. 34?! Ja. Alter Schwede. Okay, can you please speak? Rede! Ja, stimmt, rede. Sprichst du Deutsch? Ja. Aha. Hast du eine Freundin in Fortnite? Eine Freundin? Ja. Ja. Ja, aber sie ist gerade nicht online. Ah, okay. Hast du eine Telefonnummer? Ihre Telefonnummer, hey. Ja. Kannst du sie rufen, dass mir Zimmer spielt? Alle. Aber sie hat PlayStation verbot, sie hat Scheiße gebaut. Sie hat einfach mit einem Jungen rumgemacht. Ah! Sie hat mit einem Jungen rumgemacht. Und das dürfte sie eigentlich noch nicht. Ich schwör! Was hat der heute für eine Spitzhacke? Ich kann nicht mehr mitnehmen, ich hab 6 aufgesetzt. Er hat die Hotdog-Spitzhacke. Ja, guck doch mal seinen Namen an. Mein Name? Und seine Spitze. In seinem Namen steht Hotdog, das erklärt einiges, dass er den Skin spielt. Der hat eine Pizza als Backpack, hast du das gesehen? Achso. Und der hat die Wurstspitzhacke, wo diese Wurst dran hat. Das ist gerade die Scheiße. Und wie alt bist du? 13. Du? 16. Wo wohnst du? Österreich. Wien. Du? Oh, jeder wohnt dort. Ich kenne das. Wo? Chemnitz. Mhm. Ah, besser so. Dankeschön. Ich räum mein Zimmer gleich auf. Ja, wo ich herkomme, ne? Aus Sachsen, also Sachsen. Ach so, ja. Cool. Spielst du eigentlich vorher einfach nur so aus Spaß oder einfach so? Oder? Ich spiele das Spiel so, spiel aus Spaß. Okay, und auch so ein bisschen Tryharding, weißt du? Also ach so, andere ja. Leute abzufacken. Wenn du die einfach in das Lobby schickst. Ich habe letztens Solo gespielt. Ne, hab alle in die Lobby geschickt. Ey Junge, das gibt's doch nicht, dass das jetzt nicht drauf geaimt hat. Loser. Jetzt reicht's mir aber auch. Also die Leute reden ja derbe Sachen. Also wir haben ja alles dabei, ne? Immer zur Frage, bist du deutsch? Wenn einer ja sagt, dann fragt einer immer noch, warum
oder bist du wirklich? Naja, ihr kennt das ja bestimmt selber. Dann haben wir immer die Leute, die singen, die Leute, die natürlich angeben, dass die die Besten sind. Dann haben wir immer noch die Leute, die fragen, wie heißt du, wo wohnst du? Leute, ihr seid im Internet, da fragt man sowas nicht. Aber lassen wir es, es sind immer die gleichen Fehler, die passieren. Es sind auch sehr wirte Sachen schon passiert im Chat. Und ich denke, wenn ihr dieses Video mal gut bewertet und ich sehe, hey, das kommt jetzt gut an, mache ich in Zukunft nochmal so ein Video und versuche mal dann eine weitere, längere Zeitspanne mal einfach meine Gameplays aufzunehmen und da das Würdeste einfach mal rauszuschneiden, was die Leute da so von sich geben. Manchmal sind es auch sehr private Sachen, was ich dann eigentlich sehr amüsant finde, wie die sich dann gegenseitig halt darüber unterhalten und was da so passiert. Egal. Jedenfalls, mir hat die Folge mal Spaß gemacht, mal was anderes, mal ne, ein bisschen Unterhaltung, mal nicht nur hier zum Basteln. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze positiv bewertet und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder und dann haut's rein und tschüss!